Eine Patientin leidet unter Brustschmerzen. Der Arzt hat sie geröntgt und diagnostiziert, dass sie an gebrochenem Herzen leidet. Naja, ob das auf Röntgenbildern zu sehen ist, wohl kaum. Aber was dann? Und wer war dieser Mann, der die Strahlen entdeckte? Machen wir einen Sprung in die Vergangenheit, genauer gesagt in das Jahr 1845. Wir befinden uns in Lennep, einer kleinen bergischen Stadt, die heute zu Remscheid gehört. Am 27. März wurde in dem Haus am Gänsemarkt Wilhelm Konrad Röntgen geboren. Wilhelm Konrad Röntgen in der Schule. Er amüsiert sich über die Karikatur eines Lehrers, die ein Klassenkamerad gemalt hat. Der Lehrer zeigt wenig Humor. Da Röntgen den Namen seines Mitschülers nicht preisgibt, macht man ihn für dieses Bild verantwortlich und wirft ihn von der Schule. Doch Röntgen gelingt es, auch ohne Abitur zu studieren. Das Fach Physik begeistert ihn, und hier sehen wir ihn bei Experimenten in seinem Würzburger Labor. Am späten Abend des 8. November 1895 entdeckt er eine unbekannte Art von Strahlen. Die Knochen seiner eigenen Hand werden plötzlich auf einem Leuchtschirm sichtbar. Die Röntgenstrahlen finden schon bald Anwendung in der Medizin, in Schuhgeschäften, bei der Materialprüfung und bei der Durchleuchtung von verdächtigen Gepäckstücken. »1901 wird Wilhelm Konrad Röntgen der Nobelpreis für Physik verliehen. Er verzichtet darauf, seine Entdeckung patentieren zu lassen. Denn die Strahlen sollen möglichst schnell allen Menschen zugutekommen.